Grüezi und willkommen bei Büssli TV. Heute dreht sich bei uns alles rund ums Gas. Aktuell dürfen wir in unserer Büssli-Gemeinschaft ja sehr viele neue Mitglieder begrüßen. Daher möchte ich euch heute einmal kurz zeigen, wie ihr im California Coast oder Ocean die Gasflasche wechseln könnt und gebe euch noch einige andere wertvolle Tipps. Die Gasflasche befindet sich im Heckschrank. Ich habe einen der Zwischenböden bereits komplett herausgenommen und soweit alles freigeräumt, weil ihr braucht relativ viel Platz, um die Gasflasche entnehmen zu können. Ihr müsst jetzt lediglich den Zwischenboden herausnehmen. Nehmt auch die Styroporschale heraus, wo normalerweise die Außenduschbrause eingelegt ist. Ich habe meine hier in einer separaten Tasche verpackt. Die ist aus dem Brandrupp-Sortiment und so ist sie immer gleich griffbereit, auch wenn der Heckschrank komplett beladen ist. Jetzt öffnet ihr das Fach von dem Gasschrank oder von dem Gasfach. So, und jetzt seht ihr da schon zum einen die Gasflasche. Zoomen wir etwas näher herein. So, der Druckminderer hat ein Linksgewinde. Das heißt, in dem Falle müsst ihr zum Lösen des Gewindes im Uhrzeigersinn schrauben, damit der Druckminderer sich entsprechend löst. So, wir können ihn jetzt hier also ganz einfach abnehmen. Nehmt ihn am besten hier so ein Stück weit zur Seite. Schiebt ihn hier einfach oben drauf. So, dann seht ihr hier unten noch so einen kleinen Keil. Der ist einfach dafür da, damit die Flasche, wenn sie während der Fahrt hier drin steht, nicht klappert. Und dann könnt ihr die Flasche ganz einfach aus dem Fach herausheben und hier so ein bisschen herausangeln. Im California Coast und Ocean kommen Gasflaschen vom Typ 907 der Firma Campinggas zum Einsatz. Es gibt auch andere Flaschen, auch Systeme zum Selbstfüllen, die sind aber eher die Ausnahme. Die Flasche hat 2,75 Kilogramm eines Propan- und Butan-Gemisches an Bord. Im Winter etwas problematisch, weil es schlecht verdampft, aber solange die Standheizung im Fahrzeug läuft und der Innenraum über 0 Grad ist, solltet ihr ausreichend Brandlast sozusagen damit erzielen können. Die gefüllte Flasche wiegt 6,75 Kilogramm mitsamt Ventil. Das heißt, abzüglich der 2,75 Kilogramm Gasgemisch wiegt die leere Flasche 4 Kilo. Ihr könnt also unterwegs die Flasche ausbauen, könnt sie mit einer ganz simplen Gepäckkofferwaage einmal wiegen und wisst dann relativ gut, wie viel Restgas ihr noch an Bord haben werdet. Das Ventil könnt ihr jederzeit herausschrauben. So. Das heißt, die Flasche muss dafür nicht leer sein. Beim Ventil müsst ihr darauf achten, dass diese kleine Dichtung hier drin beim Entfernen des Druckminderers nicht mit herausfällt. Wenn ihr eben im Video aufmerksam gesehen habt, geschaut habt, dann wird euch aufgefallen sein, dass genau das passiert ist und die Dichtung oben auf der Gasflasche drauf lag. Die habe ich jetzt hier auch gleich wieder reingesteckt. Außerdem müsst ihr darauf achten, dass es unterschiedliche Druckminderer gibt. Die deutschen Druckminderer und österreichischen sind unterschiedlich gegenüber den Schweizer Druckminderern. Dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Ventile. Und wenn man jetzt hier einmal schaut, sieht man auch, wie sich diese Ventile unterscheiden. Dieses hier ist praktisch eine Ringdichtung, die um einen Metallzapfen herumgesetzt wird. Dieses hier ist eine Dichtung, die praktisch so lose in den Hohlraum gesetzt wird. Das heißt, beide Ventile sind für unterschiedliche Druckminderer und dementsprechend dann natürlich auch nicht miteinander kompatibel. Da also sehr gut aufpassen, ansonsten habt ihr Undichtigkeiten. Wenn ihr eine neue Flasche in Betrieb nehmt, löst ihr an der Flasche oben das kleine rote Siegel, dann dreht ihr die Transportsicherung heraus und dann ist wichtig, werft diese Transportsicherung nicht weg. Ihr braucht sie in der Regel, wenn ihr die alte Flasche zum Tauschen abgeben wollt, dann verlangen die meisten Händler, dass eben auch die alte Flasche diese Transportsicherung wieder eingedreht hat. Das heißt, dreht sie rein, wenn der Händler sie nicht verlangt hat, legt sie gut weg, falls euch mal eine fehlt oder irgendwas. Ich bewahre immer eine in meinem Gaskastenschrank mit auf, habe die unten drin liegen, da klappert es nicht und da geht sie nicht verloren. Dann könnt ihr das Ventil einfach wieder hereinschrauben. So.
und das Ventil nur handfest anziehen, kein Werkzeug benutzen. Die Gummiringe dichten das Ganze sehr gut ab. Ihr solltet also immer in der Lage sein, das Ganze noch von Hand festzuziehen, zu lösen etc. Von Zeit zu Zeit, wenn ich meine Gasflasche im Schrank des Fahrzeuges aufdrehe, prüfe ich mit einem Druck auch immer noch mal, ob das Ganze noch richtig festsitzt. Was ihr dann noch tun könnt, ist, dass ihr um die Flasche herum so ein Flaschennetz zieht. So, diese Flaschennetze verhindern, dass die Gasflasche in eurem Gaskasten, in dem Gasschrank, zu sehr an den Wänden scheuert, falls sie sich doch ein bisschen bewegt. Das heißt, das ist so ein bisschen einfach nochmal zum Schutz des, in dem Falle im Kalifornien ja, Wassertank, in den die Flasche mit eingelassen ist, beziehungsweise eben auch der Flasche selbst. Und es gibt noch eine Möglichkeit, wie ihr den Füllstand eurer Gasflasche messen könnt, wenn ihr keine Kofferwaage oder ähnliches dabei habt. Dazu müsst ihr lediglich die Flasche mit kochendem Wasser umgießen und übergießen. Wenn ihr die Flasche nun vorsichtig anfasst, werdet ihr feststellen, dass es Bereiche gibt, die sehr heiß geworden sind. Andere Bereiche der Flasche sind allerdings sehr, sehr kühl. Im Herbst oder auch im Winter, wenn die Außentemperaturen deutlich niedriger sind, werdet ihr feststellen, dass Feuchtigkeit in dem Bereich sogar kondensiert an der Flasche. Das ist also dann praktisch eure Füllstandsmarke. Jetzt im Hochsommer könnt ihr das lediglich durch Tasten feststellen. Und hier im oberen Bereich ist es eben sehr, sehr warm. Und bereits hier ist die Flasche sehr, sehr kühl geblieben. Das heißt, mein Füllstand ist, wie vorhin vom Wiegen ja auch festgestellt, noch sehr, sehr gut. Bei der Wiedermontage achtet noch drauf, dass das Ventil die kleine erwähnte Gummidichtung beinhaltet. Schraubt dann alle Teile kräftig, aber nur handfest ohne Werkzeug zusammen. Werkzeug, wie gesagt, braucht ihr nicht. Die Dichtungen schließen genug ab und ihr könnt hin und wieder einfach zur Kontrolle mal den richtigen Sitz nochmal prüfen, wenn ihr sowieso an die Flasche müsst. Vergesst den kleinen Gummikeil nicht, damit die Flasche nicht klappert im Schrank. Und zur letzten Sicherheit könntet ihr noch um die Schraubverbindung drumherum mit etwas Spülmittelwasser oder einem kleinen Spülmittelsprüher etwas Feuchtigkeit auftragen. Und ihr würdet dann beim Aufdrehen der Systeme sehen, ob dort irgendwelche Blasen geschlagen werden und irgendetwas undicht ist. Ihr könnt das aber genauso auch rein mit der Nase feststellen. Das Gas riecht ja sehr, sehr kräftig. Ein allererster kleiner Gasgeruch ist völlig normal, wenn ihr das System nun aufgedreht habt, weil die Dichtungen sich jetzt entsprechend erstmalig wieder anlegen. Aber dieser Geruch sollte nach einer, zwei Minuten spätestens auf jeden Fall verschwunden sein und dann ist das System auch dicht. Zur Sicherheit schraubt die Systeme übrigens immer wieder zu, wenn ihr sie nicht benutzt. Das heißt, die Gasflasche zum einen und unter eurer Kochstelle auch den Gashahn immer dann verschließen, wenn das System nicht in Nutzung ist. So habt ihr auf jeden Fall Sicherheit, dass dort nicht ungewollt irgendwo Gas austreten kann oder ähnliches. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt gerne. Aktiviert auch die Glocke, dann verpasst ihr keines der nächsten Videos. Ich freue mich auch immer über euren Daumen nach oben, über Kommentare und Anregungen. Sollte ich noch irgendwas vergessen haben, dann erwähnt das gerne bitte ebenfalls in den Kommentaren. Und dann schaue ich, dass wir das irgendwo noch mit einbauen. Ja, für heute war es das dann eigentlich wieder. Also, wir sehen uns die Tage. Ciao, hier bei Büsli TV.